Der Rolli Kaufmann singt Lieder von Manni Matter, ein unvergesslicher Chansenabend für die ganze Familie. Am 25. Oktober im Forum Würth Arlesheim. Tickets gibt es unter 061 705 95 95 oder über forum-würth.ch. Wir sind hier zu Geldkinden am Meer. Das Wetter ist nicht das beste Wetter, aber doch, es hat ein Haufen Leute, vor allem junge Leute. Warum seid ihr hier am Meer? Wir wollten schauen, was es hier so hat, um zu kaufen und Crepe essen. Das freuen wir uns schon lange. Also gegessen hast du schon in diesem Fall? Haben wir jetzt gerade vor. Und du, wie ist dein Name? Valerie. Und ja, ich bin auch hauptsächlich wegen dem Essen hier. Sie sind wegen dem Essen hier, nicht wegen den Buben. Jetzt fragen wir noch Talin. Alin, wieso bist du hier? Wegen der Crepe. Gut. Es freut uns natürlich sehr, dass so auswärtig, die kommen ja von Rünenberg oder von wo, Ormelingen, zu uns auf Geldkind am Meer kommen. Und ja, das war's gesehen. Dankeschön vielmals. Adi miteinander. Der Markt von Gelti gibt es schon seit über 200 Jahren. Die Gemeindeverwalterin Therese Bitterli schaut für uns zurück. Also man weiss, dass seit 1802 hat es dort zwei Tage die Werke gegeben, dreimal im Jahr. Jetzt weiss, dass sie fähig waren, was sie angeboten haben, vor allem im Frühling und im Sommer. Und dann so Mitte 18. Jahrhundert haben sie dann langsam auf die Gebühren einziehen, sind die Gemeinderäte den Dorfeingang gestanden und haben von der Markt die Gebühren eingezogen. Dann hat man es mal erhöht auf 5 Märkte pro Jahr. Und dann hat die Gemeindeversammlung beschlossen, 1897, dass es nur noch Fehmärkte geben soll. Jetzt dann ab 1899 hat es nur noch 8 Fehmärkte gegeben. Und dann in der Wirtschaftskrise in den 20 Jahren hat dann das Volk gefunden, Warenmärkte würde den Markt wieder beleben. Mit dann im Mai 1930 hat es dann wieder einen Warenmarkt gegeben, das erste Mal. Man hat dann mit den Gemeinden Liestal und Sissach mit Geldkindern abgemacht, wenn die Märze stattfinden. Seitdem ist der März in Geldkindern immer am Mittwoch vor der Auffahrt und am 2. Oktober Mittwoch. Der Fehmarkt ist dann langsam ausgelaufen in den 60er Jahren. Am Schluss hat man nur noch beim Restaurant Bären, heute hat man gerade Zimmermann, hat man dann nur noch Soi verkauft. Und seit Mitte 70er Jahren gibt es gar kein Fehmarkt mehr bei uns auf dem Markt. Mittlerweile ist es auf der Neumarkt mit einem Flohmarkt angehängt. Wir haben etwa 180 Märzstände, davon etwa 30 Flohmarktstände. Und alle Jahre kommen hier alle hin. Wir haben vor allem die professionellen Marktfahrer, aber natürlich auch viele Einheimische wie Bauern oder Leute aus dem Dorf oder aus der Umgebung, die hier ihre Ware anbieten. Jacqui, seit wann trifft man dich auf dem Markt an und wie hat alles angefangen? Ich habe das Vergnügen, dass ich jetzt seit fast 40 Jahren einen Stand hier darf aufstellen und meine Zeichnungen und alles ein bisschen zeigen. Kalender seit 20 Jahren, es läuft etwas. Seit ich einen Bleistift heben kann, kritzle ich. Im Kindergarten habe ich bereits meine Kameradli porträtiert. Die Mutter hat gesagt, man hätte sie fast gekannt sogar. Und seitdem ist der Bleistift angewachsen eigentlich. Tagtäglich habe ich das hier. Es ist von klein. Ich muss sagen, also so viele Zeichnungen gibt es halt auch nicht mehr. Sonst muss ich mir wieder mal ein neues wünschen auf die Weihnachten. Mittlerweile ist es so, dass verschiedene Vereine und Formationen hier ihre Beize machen. Unter anderem haben wir hier jetzt Sonnenschüren. An der Schulgasse 9, wo ein paar Leute zusammen auf der Bar machen und etwas zu essen anbieten, wo man es einfach gemütlich hat mit Musik und so. Es ist einfach schön, dass das Geldkinder am Markt. Das Rötenbeef war neu auf dem Markt anzutreffen. Wir wollten vom Markt wissen, wie die ganze Produktionskette aussieht. Ja, unsere Kälber wachsen in Mutterkuhhaltung auf. Sie sind eigentlich im Freilaufstall, sind die ganze Zeit bei der Mutter.
Im Winter sind sie also in täglichen Ausläufen, sie sind im Freilaufstall, im Sommer sind sie immer auf der Weide. Die Kalben sind bis 10 Monate bei den Kühen. Nach 10 Monaten werden sie geschlachtet. Dann müssen wir sie schlachten, dann müssen sie 3 Wochen wird das Fleisch abhängen. Und dann müssen wir es vakuumieren. Dann verkaufen wir es im Mischpäckchen an 10 Kilo. Und dann natürlich noch Würsten. Eben, es ist natürlich das Fleisch aus Mutterkuhhaltung. Und es ist sehr zart, dadurch, dass es um ein 10 Monate altes Tier ist. Und dass die Tiere bis zum Schluss immer noch Milch haben. Ja, wir schlachten ca. einmal im Monat. Und verkaufen das direkt auf Hof. Über Bestellung, telefonisch oder über E-Mail. Kann man es bestellen bei mir. Das Schöne daran ist, dass durch das Kunden auch mehr Fleisch können wir direkt abholen auf dem Hof. Haben wir auch intensiven Kontakt mit der Kundschaft und es gibt auch eine persönliche Beziehung zu der Kundschaft. Wir sind beim Bauernwurststand und machen so Standdienst, dass die Leute vom Stand auch etwas essen können, weil sie meistens ja keine Zeit haben für einen Bauernwurststand, sonst etwas zu essen zu holen. Ist das das erste Mal, wo du das machst? Nein, wir machen das schon zum 4., 5. Mal, weil die können ja nicht weg, die wo Stand haben, also würden wir Bestellungen aufnehmen von ihnen und würden ihnen das Essen warm zurückbringen, was sie bestellt haben. Blumen aus Holz? Woher kommen die? Die kommen von Asien, sind aus Holz und wenn sie es anschauen, sind sie einmal gestanzt und dann von innen nach außen zusammengeleimt. Und verbunden mit unseren Gestecken, die wir selber kreieren, ist das eine wunderschöne Sache. Die Alterstagesstätte zum Lebenslauf hat zum ersten Mal einen Stand gehabt. Seit dem 8.6. haben wir einen Förderverein gegründet. Wir möchten wirklich von Herzen gerne eine Alterstagesstätte hier in Gelterkinde auf die Beine stellen. Wir bekommen bald ein neues Altersheim, aber in deren Konzept ist keine Tagesstätte. Wir hätten den Ort, wir sammeln Mitglieder und Geld. Wir würden uns freuen, wenn jemand sich vielleicht auch bereit erklärt, uns wirklich zu sponsern. Das würde helfen. Wir müssen 6 Monatsmieten im Voraus bezahlen. Das ist schwierig bei einer Monatsmiete von 6.000 Franken. Aber wir wissen, dass es ein gutes Projekt ist und es gibt viele, viele ältere Einwohner, die hier alleine in Häusern sind, die teilweise auch vereinsamen. Bei uns in der Tagesstätte, wir umsorgen sie den ganzen Tag. Sie können zu Hause bleiben nachts, aber tagsüber sind sie gut umsorgt. Eine Entlastung für die Angehörigen, eine Unterstützung für die Angehörigen, aber auch für einzelne Lebenspartner, die Hilfe brauchen. Wenn der Partner halt Mühe hat oder Pflege braucht, mehr Pflege braucht, als man leisten kann, so von zu Hause aus. Wir haben Sachen hier zum Verkaufen, aber auch Mitglieder, weil ich möchte, mein Ziel ist, sicher mal 100 Mitglieder in Gelterkinde zu haben. Weil der Wunsch ist auch, dass die Gemeinde uns unterstützen soll. Woher kommt Motivation für das Projekt? Okay, ich bin seit ungefähr fast 10 Jahren in der Behindertenarbeit Nachtwache. Und ich sehe, wie sehr viel Engagement für die Behinderten da ist. Und das ist toll. Ich finde das sehr toll. Vor 3,5 Jahren habe ich eine Ausbildung gemacht als Beschäftigungstrainerin für Demenzkranke und wurde dann hier in Gelterkinden auch im Altersheim angestellt. Und habe dann realisieren müssen, dass ich mit dieser einen Stunde, Erlebnisstunde, Aktivierung für ganz viele die einzige Abwechslung war in einer Woche. Und die waren noch fit eigentlich. Und ich selber bin auch betroffen, weil meine Eltern jetzt, meine Mutter ist im Pflegeheim. Ich habe jetzt zu Hause in Wattenscheid 6 Stunden von hier die Situation, dass mein Vater auch jetzt sehr alt wird, langsam auch dement wird. Aber ich kann ihm nicht helfen von hier aus. Das ist für mich jetzt sehr schwierig als Angehörige. Aber ich sehe, dass die Senioren und die alten Leute auch Hilfe brauchen, dass man ihnen unter die Arme greift. Und diese Alterstagesstätte soll dafür da sein. Hilfe.